Wusstest du, dass jedes Mal, wenn ein Musiker sein Instrument spielt, ein Feuerwerk in seinem Gehirn gezündet wird? Äußerlich mag er ruhig und konzentriert wirken, wenn er die Musik liest und die präzisen, routinierten Bewegungen ausführt. Aber in seinem Gehirn steigt eine Party. Woher wissen wir das? In den letzten Jahrzehnten haben Neurowissenschaftler enorme Fortschritte beim Verständnis unseres Gehirns gemacht, indem sie es mit fMRT- und PET-Messgeräten in Echtzeit überwachten. Mit diesen Maschinen können die entsprechenden Hirnregionen der Probanden beim Lesen oder Lösen von Matheaufgaben beobachtet werden. Wenn die Forscher die Teilnehmer Musik hören ließen, erlebten sie ein Feuerwerk. Mehrere Bereiche des Gehirns leuchteten gleichzeitig auf, als sie den Klang verarbeiteten, ihn auseinandernahmen, um Melodie und Rhythmus zu verstehen, und dann alles wieder zu einem Gesamterlebnis zusammenfügten. Unser Gehirn erledigt all das in dem Sekundenbruchteil zwischen dem ersten Hören der Musik und dem Mitwippen des Fußes. Als Wissenschaftler dann die Gehirne von Musikern untersuchten, wurde aus dem kleinen Feuerwerk im Hinterhof ein wahres Spektakel. Das Hören von Musik regt das Gehirn zwar auf einige interessante Arten an, aber das Spielen von Musik hingegen ist das Äquivalent eines Ganzkörpertrainings. Die Hirnforscher sahen, wie zahlreiche Gehirnareale aufleuchteten und gleichzeitig viele Informationen in erstaunlich schnellen, komplizierten Abfolgen verarbeiteten. Aber was bringt das Gehirn beim Musizieren zum Glühen? Die Studien sind noch recht neu, aber die Forscher haben eine Vermutung. Das Spielen eines Instruments beansprucht praktisch alle Bereiche des Gehirns, vor allem den visuellen, auditiven und motorischen Kortex. Wie bei jedem Training stärkt diszipliniertes, strukturiertes Üben diese Gehirnfunktionen und ermöglicht es uns, diese Fähigkeiten auf andere Aktivitäten zu übertragen. Der auffälligste Unterschied zwischen Musik hören und musizieren ist, dass letzteres feinmotorische Fähigkeiten erfordert, die von beiden Hirnhälften gesteuert werden. Und die sprachliche und mathematische Präzision der linken Gehirnhälfte mit der Innovation und Kreativität der rechten verbindet. Dadurch hat sich gezeigt, dass das Musizieren Volumen und Aktivität des Corpus callosum, der Brücke zwischen den beiden Hirnhälften, erhöht, sodass Informationen schneller und auf mehr Wegen durch das Gehirn geleitet werden. Dadurch können Musiker Probleme effektiver und kreativer lösen, sowohl in akademischen als auch in sozialen Kontexten. Dazu Musizieren auch das Ausarbeiten und Verstehen des emotionalen Inhalts gehört, verfügen Musiker oft über ein höheres Maß an exekutiven Funktionen, eine Kategorie verketteter Aufgaben, die Planung, Strategie und Präzision beinhaltet und die simultane Analyse kognitiver und emotionaler Aspekte erfordert. Diese Fähigkeit beeinflusst auch, wie unser Gedächtnis funktioniert. Musiker weisen eine erhöhte Gedächtnisfunktion auf. Sie speichern und rufen Erinnerungen effizienter ab. Studien haben herausgefunden, dass Musiker ihre hochvernetzten Gehirne nutzen, um jede Erinnerung mit zahlreichen Etiketten zu versehen. Zum Beispiel mit begrifflichen, emotionalen, akustischen und kontextbezogenen, so wie eine gute Internetsuchmaschine. Woher wissen wir aber, dass all diese Vorteile nur für die Musik zutreffen und nicht etwa für Sport oder Malerei? Sind Menschen, die Musik machen, etwa ohnehin intelligenter? Hirnforscher haben dies erforscht, doch bislang hat sich gezeigt, dass sich die künstlerischen und ästhetischen Aspekte des Musizierens von allen untersuchten Aktivitäten unterscheiden, einschließlich anderer Künste. Mehrere randomisierte Studien mit Teilnehmern, die anfangs die gleichen kognitiven Fähigkeiten und neuronalen Prozesse aufwiesen, ergaben, dass diejenigen, die eine Weile Musik lernten, Leistungssteigerungen in diversen Hirnregionen aufwiesen. Diese neuen Forschungsergebnisse über die Vorteile des Musizierens haben unser Verständnis der Gehirnfunktionen erweitert und das komplexe Zusammenspiel des Orchesters in unserem Gehirn enthüllt. Wenn du dein Gehirn gerne in Hochspannung versetzt, abonniere unseren Kanal und lerne jede Woche etwas Neues.